Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. So, Morning Workout ist geregelt, bisschen rumgetanzt, Spaß. In ungewohnter Umgebung, denn ihr wisst ja, dass ich mit Schatzi vor kurzem, Esel nenne ich zuletzt, dass Schatzi und ich vor kurzem umgezogen sind und uns ein Haus gekauft haben. Dort wohnen wir und wir leben aktuell auf einer Baustelle. Das seht ihr ganz viel auf Instagram. Mein YouTube-Zimmer ist noch nicht fertig. Ich zeige euch nachher ein paar Eindrücke vom Haus, dann werdet ihr es sehen. Deswegen filme ich gerade im Gästebad. Aber ich mache heute was super Cooles und ich wollte euch gerne in diesem Vlog mitnehmen und deswegen nehme ich euch jetzt mit, auch wenn es ein bisschen chaotisch ist, beziehungsweise sehr chaotisch, aber das ist es ja oft in meinen Videos. Machen wir das Intro und dann beginnen wir richtig mit meinem Tag. Früh am Morgen, Digis, und ich habe nachher einen Termin. Da möchte ich euch gerne mitnehmen bei einem Beauty-Salon in Flensburg, Sygarpe Beauty. Und dort mache ich Behandlungen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Microneedling, ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, das tut nicht weh. Aquafacial, das habe ich, glaube ich, einmal gemacht. Aber das ist gar nicht alles so relevant gerade. Sondern ich lasse meine Augenbrauen zupfen. Ich habe euch das ein bisschen auf Instagram erzählt, dass ich jeden Tag mein Lash Lam Augenbrauen- und Wimpernserum benutze und meine Augenbrauen seit 3 Wochen wachsen lasse. Bro, ich sehe aus wie Mr. Levenstein von American Pie. Falls ihr ihn kennt, McDonalds Augenbraue, bitte guckt euch das einmal aus der Nähe an. Das war so schwer für mich, meine Augenbrauen so wachsen zu lassen. Seht ihr das? Falls ihr gerade komische Zoom-Geräusche hört, das ist innerhalb von der Kamera. Die macht immer so Geräusche, wenn sie ranzoomt. Und ich habe die so heftig wachsen lassen und Sygarpe Beauty ist wohl so auch sehr spezialisiert auf Augenbrauen. Sie sagte, Bro, lass deine Augenbrauen wachsen, wir zaubern was draus. Das habe ich gemacht und habe mich sehr, sehr, sehr ungepflegt gefühlt. Aber ich habe Hoffnung, dass es heute wird. Und nachdem ich 3 Wochen lang gelitten habe damit, dachte ich mir, okay, am Tag der Erlösung nehme ich euch mit. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Bevor wir jetzt frühstücken, zeige ich euch mal mein YouTube-Zimmer. Hier seht ihr das. Und es ist halt alles noch ziemlich Baustelle. Mein Bürobereich ist woanders. Das heißt, hier werde ich nur drehen. Guck mal, das ist unser altes Bücherregal von meinem alten Zuhause. Da werde ich nur Make-up reintun. Das habe ich von Ikea gekauft, Digga. Ich glaube, 300, 400 Euro. Echt heftig für so ein tolles Regal. Und da wird nur Make-up reinkommen. Hier werde ich sitzen. Und ich versuche, dass ich hier etwas an die Wand montieren kann, dass ich immer einen schönen Hintergrund bei meinen YouTube-Videos habe. Hier seht ihr noch meine ganzen Make-up-Sachen. Hier seht ihr Elektronik-Sachen. Wie gesagt, wir leben auf einer Baustelle. Und hier wird meine Nische sein. Ich hoffe, dass das alles so klappt. Hier werden wir einen Tisch reinbauen, den ich so vorher noch nicht hatte. Und der extra in diese Nische passt, so dass ich hier nur Schminkvideos drehe. Da ist dann quasi der Tisch. Hier sitze ich und hier ist im besten Fall, ja moin, diese ordentliche Mauer mit dem ordentlichen Hintergrund für schöne YouTube-Videos. Hier seht ihr meine ganzen Lidschattenpaletten, Digga, in Mülleimern. Weißt du, wie ich meine? Umziehen war heftig. Ja, das ist natürlich eine Umstellung im Vergleich zu vorher zu meinem Schmink- und Drehbereich, aber jetzt im neuen Zuhause splittet sich hier alles. Also mein Büro ist an einer Stelle, mein Ankleidezimmer ist woanders und ja, mein YouTube-Drehbereich wird hier sein. Ich weiß gar nicht, wie groß dieser Raum ist, kann ich euch gerade gar nicht sagen, aber es ist halt auch ein Durchgangszimmer, aber es ist nicht so schlimm, weil man muss jetzt nicht so oft hier durch und hier werden dann wohl bald immer meine Schminkvideos stattfinden. Oh, wisst ihr, worauf ich mich richtig freue? Auf das Reintun von meiner ganzen Schminke. Richtig hübsch in diesem Schrank. Weil, Bro, an die meisten Sachen musst du nicht immer dran. Du kannst deine Paletten da schön reintun und was weiß ich. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig klasse. Bevor es hier aber weitergeht, starten wir mit einem Frühstück in den Tag. Das ist übrigens mein Kühlschrank. Ich kann mir vorstellen, dass euch das interessiert. Mich interessiert immer sehr, was andere Menschen im Kühlschrank haben, denn es sagt sehr viel über die Menschen aus. Für Schatzi gibt es erstmal Schwarzbrot mit Essraumkäse. Das mag er sehr gerne. Und für mich dieses Brot, was ich auch sehr empfehlen kann, das sind so unsere Brotfavoriten, falls ihr immer nach leckerem Brot im Einkaufsladen sucht und bei mir einfach ganz entspannt mit Truthahn-Salami. So, bevor ich euch gleich ein paar richtig coole Sachen zeige, auf die ich sehr, sehr stolz bin, möchte ich euch einmal was erzählen, dass ihr euch nicht wundert, Digis, bei zukünftigen Videos. Ich habe ja durch den Umzug und durch das ganze Renovieren und so super viel Drama und Stress gehabt und habe im alten Zuhause noch ungefähr 3, 4 aufgebraucht Videos vorgedreht. Die werdet ihr im April sehen, auch wenn dieses Video im neuen Zuhause schon vorher gekommen ist. Ich wollte jetzt die fertigen
fertigen Videos nicht wegwerfen, beziehungsweise das Videomaterial, aber ich wollte einmal, dass ihr euch nicht wundert. Ab Mitte April ungefähr zum Ende April hin kommen nur noch aktuelle und neue Videos vom neuen Haus. Aber ihr werdet das gleich sehen, ich kann aktuell noch nicht in meinem YouTube-Zimmer drehen, ich kann noch gar nichts dort machen, weil das einfach noch nicht alles fertig ist. Und deswegen wird es im April so sein, dass ihr nochmal Videos vom alten Zuhause seht, wo ich euch halt meine Erfahrungen mit Produkten und so erzähle. Aber das einfach nochmal vorab als Erklärung für euch, weil nicht, dass ihr euch beim nächsten oder übernächsten Video wundert, hä, sie hat jetzt eins im neuen Zuhause gemacht, plötzlich kommt eins im alten Zuhause, was geht da ab? Ich muss auch in 30 Minuten los zu meinem heftigen Augenbrauentermin. Vorher möchte ich mich nochmal ein bisschen fresh machen, weil, Bro, ich sehe tot aus, gerade durch den Umzug und so. Ich habe sehr viele meiner Pflegeprodukte sind in Kartons. Ich lebe auch kleidungsmäßig noch aus Kartons. Und durch den ganzen Stress und so war es ein bisschen kritisch mit meiner Haut, mit Baustaub, den du im Gesicht hast. Und ich hatte auch richtig krasse Handreizungen. Das habe ich euch auf Instagram gezeigt. Meine ganzen Hände waren dunkelbraun vor Trockenheit und blutig und richtig, richtig schlimm. Aber eine Sache, die ich immer wieder genutzt habe, die ich Gott sei Dank jetzt langsam wiedergefunden habe in meinen Kartons, sind die Produkte von Salted. Da zeige ich euch jetzt zwei Produkte, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe euch Salted schon mal gezeigt. Das sind verschiedene Hautpflegeprodukte. Du hast dort einen Matchmaker, hammer cool. Dort beantwortest du verschiedene Fragen. Was hast du für eine Haut? Was wünschst du dir als Ergebnis für deine Haut? Zum Beispiel mehr Glow, weniger Unreinheiten, weniger Falten. Und du kannst dort beim neuen Matchmaker mittlerweile auch Wünsche dazu geben. Was magst du für eine Konsistenz? Ich habe mich für diese Sachen entschieden. Die habe ich jetzt schon länger hier. Und dieses Serum ist richtig, richtig heftig. Das zeige ich euch gleich. Aber erst wasche ich mal mein Gesicht mit meiner individuellen Özlem Gesichtsreinigung, bei der ich selber geguckt habe, was möchte ich für einen Duft und welche Textur möchte ich. Ich habe Schaum genommen. Nehmen wir das mal. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das für mich war? Ihr wisst ja, was ich teilweise für eine Pflegeroutine habe mit Serum und Augencreme und Lippenpflege. Und dann habe ich 3 Wochen lang fast nichts an Pflege gehabt, weil alles in Kartons war, weil wir so viel aus Kartons gelegt haben. Digga, ich war teilweise so froh, wenn ich abends mein Gesicht nur gewaschen habe in diesem ganzen Umzugsstress, weißt du? Also auf einer Baustelle zu leben ist super, super anstrengend. Ich bin deswegen auch gerade im Gästebad, weil das ist ready soweit. Ja, mit Gesichtsreinigung war jetzt auch teilweise nicht so viel, was natürlich ärgerlich war, was ich auch zu spüren bekommen habe, weil Bro, mit Baustaub einschlafen schockt nicht. Aber die Gesichtsreinigung von Salted mag ich sehr gerne. Es ist ein sehr schöner Reinigungsschaum, der sehr ergiebig ist. Und dann haben wir hier das Step Forward Serum und das ist heftig, die Gieß. Ich bin jetzt schon ein bisschen wach, aber wenn ich morgens richtig tot aussehe und das Serum auftrage, ist es nach ein paar Stunden so, dass ich weniger faltig aussehe und einfach ein bisschen frischer, wenn das Ganze eingezogen ist und so. Das ist mein liebstes Serum von Salted, weil deine Haut ist ein bisschen glowy, es duftet schön, ich habe mir das ja auch ausgesucht da, und du bist einfach weniger faltig, als würde es das Ganze so ein bisschen mehr lüften, und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Checkt auf jeden Fall die Salted-Produkte ab. Ich werde euch in der Infobox einen Rabattcode verlinken und ihr könnt da auch den Matchmaker testen, den werde ich euch auch verlinken. Dafür ist halt wirklich Produkte, die auf deine Hautprobleme und deinen Hauttypen angepasst sind, und wirst du an der Hand genommen, das finde ich super, als wenn du vielleicht irgendwo stehst und überfordert bist mit den 1 Million Sachen, was passt wie zu dir. Also da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ich zeige euch jetzt erstmal ein paar richtig coole Sachen und da werdet ihr mit den Ohren wackeln. Erstmal seht ihr hier mein Ankleidezimmer, wie gesagt, Baustelle, es ist alles noch am Machen und Regeln. Die Wand ist jetzt fertig da hinten, der Rest muss hier noch komplett gemacht werden. Das ist ein Raum von 16 Quadratmetern ungefähr, 16, 20 irgendwie so. Das wird dann mein Ankleidezimmer und mein Inspirationsraum. Irgendwo werde ich so eine richtig große magnetische Tafel hinklatschen für meinen ganzen Inspirationskram. Und dann kommt hier neuer Boden rein, Wände, dies, das. Und das wird noch richtig, richtig cool aussehen. Das wollte ich euch zeigen. Und mein babamäßiges Fahrrad. Ich habe mir endlich vor kurzem ein Fahrrad gekauft. Ich habe mir so lange eins gewünscht. Und richtig, richtig cool. Jetzt habe ich es endlich getan. So kann ich im Dorf auch mit dem Fahrrad rumfahren, Digga, ist auch ein bisschen auf nachhaltig, ist entspannt. Ich mag Fahrradfahren, ich habe einen coolen Korb und da bin ich richtig stolz drauf. Ich habe mir das so viele Jahre gewünscht und nie gemacht, aber jetzt habe ich mir endlich mal wieder eins gekauft, weil das letzte hatte ich, ja, als Kind. Ich hoffe, dass euch meine Eindrücke gefallen haben. Ich laufe jetzt durch Flensburg zu Sigape Beauty. Bitte guckt euch mal mein Outfit an. Ich lebe aus Kartons. Ja, meine Winterjacke hat ein Loch, beziehungsweise der Reißverschluss ist kaputt. Er ist geplatzt, alles klar. Und jetzt habe ich nur diesen Mantel. Guck mal, wie ich aussehe. Naja, was soll man machen? Hauptsache, es ist warm und kuschelig. Ich war noch nie jemand, der gerne gefroren hat, damit er gut aussieht. Nicht mal in meiner Jugend. Ach, ich bin gespannt, wie ich aussehe mit meinen hübschen Augenbrauen, wenn sie fertig sind.
Guck mal, Diggis, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber da sind meine ganzen toten Hautschüppchen und alles drin. Wir haben jetzt nur die Aquafacial-Behandlung gemacht, also nicht das Mikroneedling. Und Diggis, meine Augenbrauen sind so heftig geworden. Tschüss, macht euch mal bereit. Buh, meine Haut ist natürlich jetzt noch ein bisschen rot, ne, und gereizt. Also nicht gereizt, aber von der ganzen Behandlung sind da nochmal Rötungen und ich hatte hier Pickelchen und so. Aber meine Augenbrauen sehen richtig gut aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Gerade im Vergleich zu vorher, ne? Wir haben sie jetzt auch erstmal ein bisschen breiter gelassen, weil ich habe hier noch eine kleine Stelle, wo noch Haare wachsen müssen und da. Und dann werde ich gucken, ob ich sie so breit lasse oder ob ich sie nächstes Mal dünner mache. Aber komm, hat sich schon gelohnt. Also sie hat das sehr gut gemacht und sich Hammer Mühe gegeben. Also guck mal, was das für ein sehr schönes, sauberes Ergebnis ist. Einfach nur Mashallah. Jetzt bin ich erstmal in der Flensburger Galerie. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es ist sehr laut. Hier ist ein Laden unten in der Galerie. So sieht der aus, mit asiatischen Spezialitäten. Eigentlich so ein Schnell-Imbiss-Ding, weißt du? Aber die haben eine Nummer, Nummer 17a, die esse ich hier immer, die zeige ich euch gleich. Das ist so eine leckere Suppe mit Reis und so. Ich habe so Kohldampf. Wow, ihr werdet gleich sehen, wie toll es aussieht und es schmeckt so heftig. Zu Hause angekommen, geht es weiter. Jetzt werde ich mein Bücherregal von Ikea, was ich gestern geputzt habe, aber auch wirklich nicht ordentlich, komplett mit Make-up füllen, weil mein YouTube-Drehbereich muss langsam fertig werden. Weißt du, wie ich meine? Ich habe Glück, dass ich ein bisschen vorgedreht habe, habe ich euch heute Morgen ja schon erzählt. Und genau, das werde ich jetzt mit Make-up füllen. Manche beruhigt das ja zuzugucken. Frustrierend. Ich komme nicht weiter. Ich habe irgendwo in einem Karton meine ganzen Acrylboxen drin und kann jetzt meine Sachen nicht so sortieren, wie ich es möchte. So, dass es schön, ordentlich, sauber und nach Thema sortiert ist. Weil vorher war es ja so, ich hatte ein Fach unter meinem Tisch und da habe ich dann gezogen. Da waren meine ganzen Make-up-Sachen drin und rechts und links von mir waren so Kisten und da waren also in so Schubladen noch mehr Make-up-Sachen. Und ja, dann hatte ich ein Regal mit meinen ganzen Paletten, aber jetzt ist alles hier drin und ich bin irgendwie... Ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Guck mal, ich habe noch einige Kartons, die noch gar nicht da drin sind. So random Kartons, zum Beispiel meine ganzen Haarsachen, die müssen noch in den Kommode rein, aber die ist gerade nicht hier. Dann habe ich da noch eine Kiste voll. Ja, das ist die Elektronikkiste, das noch Make-up. Ja moin, das ist Garderobenkram. Da seht ihr meine Hochzeitsschuhe hervorblitzen. Keine Ahnung, warum die Kiste da steht. Das ist auch random Kram und nee. Das ist mir gerade irgendwie zu blöd. Also man darf ja auch mal frustriert sein. Eigentlich dachte ich, ich mache hier das richtig, richtig schön mit euch und kann das richtig toll einrichten und ihr seht am Ende, wie es fertig ist. Aber ich bin jetzt schon seit einigen Stunden dabei und habe überhaupt keine Ahnung, nach was für einem System ich das machen soll. Wenn ihr Ideen habt, schreibt mir das sehr gerne. Also ich denke zum Beispiel nach die Lidschattenpaletten hinter die Türen, dann muss ich die Tür nicht so oft auf und zu machen, das ist ja auch belastend für die Türen, weil Lidschattenpaletten benutze ich jetzt nicht so regelmäßig wie zum Beispiel Lippenstift oder Foundation, aber nee, es ist gerade sehr schwer für mich das Ganze zu planen, weil ich ja auch hier noch nicht meinen Tisch habe und dementsprechend auch noch nicht gucken kann, was hier wie hin soll und ja... Deswegen bleibt das Projekt YouTube-Zimmer für heute erstmal stehen gelassen. Weil wenn man die ganze Zeit dann frustriert ist, dann ist das doof. Weil man soll ja auch Spaß dran haben. Ich habe mich ja so drauf gefreut, das hier richtig toll einzurichten. Ich habe aber nicht dran gedacht, dass ich vielleicht... Ja, meine Haut ist noch rot von heute. Das ist nach Gesichtsbehandlung öfter so bei mir. 1-2 Tage, dann ist es weg. Ich habe halt auch gar nicht dran gedacht, dass ich gar kein System bisher habe für den Schrank. Ne? Aber ich will euch jetzt auch nicht vorspielen, so, hey, alles super. Nee, man kann auch mal frustriert sein und auch ein Umzug kann natürlich Vor- und Nach Teile mit sich bringen, aber ich bin mir sicher, ich werde den Schrank noch richtig schön hinkriegen und meinen YouTube-Drehbereich auch. Ich werde eure Kommentare lesen, wenn ihr das Video seht, mal sehen, ob ihr Tipps und Ideen habt dafür. Ja, meine Augenbrauen sind schon dick, ne? Ich werde sie auf jeden Fall nochmal dünner machen. Sie sind jetzt ja nochmal gestylt und was weiß ich, aber die werden wir nochmal ein bisschen verdünnen. Dann wollte ich euch nochmal eine richtig, richtig tolle Sache zeigen.
Augen. Ich habe Tränen in den Augen gehabt, als ich diese Sache gemacht habe. Kommt mit. Guck mal, eine Sache, die ich gemacht habe, die ich richtig, richtig klasse finde, Digis, ist, ich habe meine Bücher nach Farben sortiert. Oben ist so random Deko auf süß. Aha, die Kamera regelt die Belichtung auf richtig schick. Und hier sind meine Bücher. Sie sind noch nicht perfekt nach Farbe sortiert. Es steht auch noch Kram davor, wie ihr sehen könnt. Aber sie sind alle sortiert. Ja, Digis, was soll ich sagen? Die meisten Bücher, die ich lese, sind Lebensratgeber und Psychologiekram, ne? Romane und so sind ganz wenig meins. Aber das ist doch richtig, richtig schön. Das hat mich so glücklich gemacht. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, damit wir trotz der frustrierenden Erfahrungen mit meinem Schminkschrank nochmal etwas Schönes haben. Guck mal, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war die Autobiografie von Will Smith. Erstens ist sie bunt, deswegen weiß ich nicht, wo ich sie zuordnen soll. Und zweitens ist das eins der inspirierendsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und ich habe viel gelesen. Deswegen steht das da so. Aber hier erlebt ihr nochmal eine kleine geordnete Freude in diesem dramatischen Chaos, das ihr heute in meinem Vlog mit mir zusammen in meinem dramatischen Leben erlebt habt. Ja, Digis, der Vlog endet dort, wo er angefangen hat, im Gästebadezimmer. Ich lebe immer noch auf einer Baustelle. Es hat Vor- und Nachteile, es gibt Höhen und Tiefen, aber ich lebe mit Schatzi in unserem eigenen Zuhause, das ist schon mal was sehr Tolles. Eigentlich ging es heute hauptsächlich darum, dass ich mein Augenbrauenergebnis mit euch teilen wollte, aber ich habe euch jetzt auch ein bisschen Hauseindrücke gezeigt, weil ich weiß, das interessiert euch ja auch. Ja, folgt mir sehr gerne auf Instagram, dort könnt ihr mich jeden Tag in meinem Leben begleiten und ja, da begleitet ihr mich einfach in diesem dramatischen Chaos. Es kommen auf jeden Fall noch weitere YouTube-Vlogs, ich werde euch irgendwann in einem anderen Vlog auf jeden Fall zeigen, wie ich mich entschieden habe mit meinem Make-up-Schrank und was ich wie sortiere. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Eigentlich würde ich jetzt meinen Gesichtsreinigungsschaum von Salted benutzen. Ich mache mich gleich bettfertig. Und mein tolles Serum. Aber 48 Stunden soll am besten keine Flüssigkeit an mein Gesicht kommen, weil ich habe ja Wimpernlifting, Augenbrauenlifting, bla bla bla. Im nächsten Vlog sehen wir uns auch mit hübschen Augenbrauen, aber ein bisschen schmaler. Und vielleicht mit einem Haus, das ihr komplett seht, weil ich nicht mehr auf der Baustelle lebe. Ich weiß es nicht. Digga, ich laufe nur wie so ein Gammler rum. Meine ganze Kleidung ist in Tüten und Kartons und so. Digga, ich bin so froh. Ich bin so froh, meine ganzen Ocean's Apart Sachen so auf entspannt. Habe ich Jogginganzüge und mach so mein Ding. Aber meine ganze Kleidung, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich Socken und sowas finde. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Ja, denkt an den Salted Rabattcode in der Infobox. Denkt dran, einen Daumen nach oben zu geben für das Video. Ich würde mich sehr freuen. Denkt dran, dass bis Mitte April auch nochmal Videos vom alten Zuhause kommen können. Also aufgebraucht Videos, die vorgedreht sind und so, dass ihr euch nicht wundert, weil neues Zuhause, altes Zuhause, bla. Ihr seht, ich kann im Moment noch nicht dort arbeiten. Der Tisch fehlt noch und. Ja, in diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.